Ja, Hallihallöchen und fröhliche Weihnachten noch einmal, wenn es schon war. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Wenn es noch ist, glaube ich aber nicht, ich glaube, es war schon. Dann fröhliche Weihnachten. So, meine Lieben, Grande Finale. Ich weiß nicht, ob das das Grande Finale ist. Ich vermute halt. Schaut euch das einmal an. 106 Lebensenergie nur noch. Ah, Leute, ist das das Grande Finale? Ja. Du nimmst dir jetzt einen Schweinbeersaft, liebe Ferris. Gut, der ist blitzgefindet, aber nimm mal an. Ja. Ardo, Hua! Schmeiß zusammenhalten, drauf. Alles, all meiner Treu. Wir haben ihn bald geknackt. Los, 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 los. So. Du schießt einmal Sanyasa. Drauf. Sanyasa! Wa iya! Weiche! Achtung! So, vorgehen. Aufschmeißen. Alles, was geht. Ich kann wieder zaubern. Und somit warte ich aber noch aufs Zaubern. Nö. Unter 100 haben wir noch. Illuminatio. So. Alle gut beschäftigt. Wer kriegt den Kugelblitz ab? Ja, Vorgrim. Na? Vorgrim! Nehmen wir doch einen Heiltrank. Für was haben wir was? Sie? Für was haben wir Sie, Mr. Heiltrank? Leute! Nö, 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 nö. Du wirst Blitz im Blitz finden. Der ist nicht mehr blitzgefindet. Kommt da noch was? Somni gravis. Wer schlaft jetzt gleich? Was? Bei Angriff! Umwerfen kannst du ihn wahrscheinlich nicht. Ihr! Zusammenhalten! Ardo! Blitz dich finden! Vorgrim schläft. Ja, er ist blitzgefindet und wir haben ihn weiter unten, Leute. Wir haben ihn weiter unten. Ja? Sanyasa! Vielleicht schaffen wir ihn ja jetzt. Achtung! Diesen kalten Schwein. Plumbumbarum, schwerer Arm. Los, 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 los. Fulminictus. Ja. Ardo! Aufschmeißen! Vorgrim, wach auf! Der ist nicht mehr blitzgefindet? Was soll das? Leute! So, Ardo, ja? Du nimmst da was? Einen Einbeerensaft. Was? Ja. Nö, nö, nö. Du machst den Blitz. Dich find. Und er ist blumenbaromisiert, Leute. Kälte schockisieren. Beeindruckend, Pfalzgraf. Höchst beeindruckend. Mir scheint, habe ich eure Geheimnisse geschätzt. Da seid ihr nicht der Erste. Zum letzten Mal, im Namen des Kaisers, ergebt euch! Ei! So. Er ist kältegeschockt. Er ist plumbumbaromisiert. Ja, und da ist versteinert. Der Ardo. Vorgrim schläft. Hol die Nektus! Niemals!
Er ist gleich fertig, Leute. Ja? Ah. Sanyasa! Ah, du hast noch ganz gut Ausdauer. Achtung! Liebe Feiris. Ja. Aber das ist doof, aber ich bin gleich. Ja, ich hätte geschockt. Bin ich auch leider. Schmeißen wir noch das letzte auf ihn drauf. Was geht? Oh. Ja. Somnigrad. Ein ehrenwerter Verstand. Leute! Unglaublich! Bei den Zwölfen. Hier muss sich wahrlich eine erbitterte Schlacht ereignet haben. Mora, Fex sei Dank, du atmest. Das war das letzte Mal, dass wir uns wegen einer albernen Wette fast um Kopf und Kragen gebracht haben. Ja, Kuano, du hast recht. Lass uns von nun an zusammenarbeiten. Leute! Entschuldigt, werter Herr Kaltenstein. Ihr habt etwas, was nicht euer ist. Es ist aus. Alles ist aus. Weg mit mein dir. Mein Schloss. Mein schönes Schloss. Na komm, du Jammerlappen. Wirst schon bald eine robustere Behausung haben. Ach Gott. Nun, da der Baron von Nadoret nicht mehr bei Sinnen zu sein scheint, muss die Nachfolge geklärt werden. Ich werde das so bald wie möglich in die Wege leiten. Nun, die Suche hat endlich ein Ende und die Krone ist in Sicherheit. Alles, was mit der Krone zu tun hat, wird geheim bleiben. Ist für mich Ehrensache. Dies gilt für jeden von uns. Die Geschichte unserer Reise muss ein Geheimnis unter Freunden bleiben. Der Schaden, der dem Kaiser entstehen würde, wäre nicht wieder gut zu machen. Auch jetzt, da alles vorüber ist. Hab Dank, Gerling. Ich stehe tief in eurer Schuld. Doch nicht nur das. Auch euch, meinen Freunden, danke ich. Denn es sind eure Heldentaten, welche die Krone gerettet haben. Es war mir eine Ehre, dieses Abenteuer mit euch zu teilen. Baron vom Eberstamm. Mora und ich haben entschieden, dass wir von nun an zusammenarbeiten. Und somit ist unsere Wette bezüglich der Krone hinfällig geworden. Von uns droht ihr somit keine Gefahr mehr. Da bin ich aber froh, Herr und Frau Fuchsenberg. Oh. Leute! Ja. So. Jetzt weißt du es. Nun verstehe ich, weshalb ihr die Geschichte nie erzählt habt. Na, Kurzer? Wie sieht's aus? Kennt meine Tochter nun unser Geheimnis? Ja. Halt! Was ist aus dem Verräter, diesem Rabenmund, geworden? Ah, der hat sich doch die Krone geschnappt. Ganze 7 Tage hat er als Kaiser durchgehalten. Tja, an Sven wurde der Prozess gemacht. Und alle, die ihm gefolgt waren, standen nun auf der Verliererseite. Den wahren Schatz, den haben deine Eltern gekriegt. Ein rotzfreches Gör. Hey! Leute, wir haben es durchgespielt. Ich glaub's nicht. Oh. Das war's, meine Lieben. Das war Drakensang am Fluss der Zeit. 194 Folgen hat es gedauert. Meine Lieben. Ah. Das ist mein allererstes PC-Spiel, das ich durchgespielt habe in meinem bisherigen Leben. Ich freue mich!
aber es ist traurig. Oh. Traurig. Meine lieben Leute, es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein Vergnügen, das Grande Finale mit euch auch zu spielen. Es ist vorbei. Kaltenschwein ist besiegt. Ja! Der Dachin ist wieder normal geworden. Hoffentlich, ich weiß es nicht, das weiß man nicht genau, kann man sich selber irgendwie ausmalen. Ja, die Jasmine von der Klamm hat sich verzogen, irgendwohin. Weiß keiner. Also, Wahnsinn. Es ist unglaublich. Wir haben das Spiel durchgezockt. Das ist mega. Unter der 200er Folge. Oh, Wahnsinn. Und wir haben es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Finde ich eigentlich. Ja, ich habe es auf leicht gespielt. Okay, gebe ich zu, ist so. Aber nur weil es leicht ist, heißt es auch nicht, dass es Pipifax ist. Wahnsinn, Leute. Es ist mega. Wir haben das Spiel durch. Oh. Eine Reise ist zu Ende. Hier auf dem Zonk-Kanal. Und es wird auf jeden Fall noch weitere Reisen geben. Welche das sind, weiß ich nicht. Das Spiel ist fertig. Da kommt noch ein Nachspann. Meine Leute, lieben Leute, das, wisst ihr, was das war? Moment noch, Vorgrim. Was habt ihr denn danach gemacht? Weiterspielen. In einer extra Playlist. Ach so. Ja, da ist noch das eine oder andere gewesen. Also, pass auf. Ja. Filiassens Geheimnis, Leute! Sind wir jetzt da im Filiassens Geheimnis drin? In den Add-on? Startet das automatisch? Regismund von Kaltenstein. Ah. Ich hole mir mal die Sachen von dem Komischen da. Ah, der hatte noch was. Vier Dukaten, magisches Schwert, Kaltenstein. Haha! Leute! Finde ich genial. Jawohl, das war eine Megaschlacht. Reden wir mal mit dem Agent. Was für ein Schlamassel. Das wird einen Haufen Gold und gute Worte kosten, das hier geheim zu halten. Ja, der Sieg gegen Kaltenstein hat uns viel gekostet. Ich muss immer daran denken, wie er Jakon getötet hat. Tja, ja. Ich weiß, was du meinst. Es ist schwer, mit diesen Verlusten umzugehen. Doch ich bin froh, dass wir Kaltensteins Machenschaften beenden konnten. Vielleicht gibt das all seinen Opfern ein wenig Genugtuung. Ich denke, dass wir alle Machenschaften dieses Kaltensteins noch gar nicht überblicken können. Was passiert als nächstes? Was meint ihr? Gerling, was habt ihr über Kaltenstein herausfinden können? Ich war in Ferdok und habe meine alten KGIA-Kontakte bemüht.
Es gibt dort lediglich ein paar belanglose Akten über Kaltenstein. Die belegen, dass er für die KGIA unter Answin von Rabenmund gearbeitet hat. Oh. Answin war auch bei der KGIA? Nachdem Casaretto die KGIA zu seiner Amtseinführung aufgelöst hatte, wurde sie auf Anraten Answins im Jahre 984 wieder aufgebaut. Answin war damals Kanzleirat und zwischen 984 und 998 auch Leiter der Agentur. Okay. Aus dieser Zeit müssen sich Kaltenstein und Rabenmund kennen. Aber es gibt keine Beweise. Und selbst wenn es dazu Dokumente gibt, dann müssen sie tief in den Verliesen der KGIA-Feste zu Koschkau legen. Aber da bin ich nicht herangekommen. Okay. Interessant. Dajin war lediglich ein billiger Handlanger für Kaltenstein. Naja, auf jeden Fall hatte er eigene Pläne. Etwas, das weiterging als die Entmachtung Grovins und der Diskreditierung Kaiser Hals. Wer weiß, was uns bevorgestanden hätte, wäre Kaltenstein nicht aufgehalten worden. Kann ich noch etwas für euch tun? Gerling, was plant ihr jetzt genau zu tun? Ich gehe zum sanften Ochsen und treffe dort einen Kontaktmann, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite. Wir werden uns Strategien überlegen, wie wir noch nicht enttarnte Verräter ausfindig machen können. Das klingt ja nach einer spannenden Aufgabe. Soll ich euch helfen? Na, spannend, erzählt mir mehr. Nun ja, wirklich spannend ist es nicht. Jetzt, wo der Schlange der Kopf abgetrennt wurde, haben diese Leute keine Unterstützung zu erwarten. Mhm. Kommt doch einfach mal vorbei und erkundigt euch, wie der Stand ist. Ansonsten werde ich viel mit Grovin zu tun haben. Er muss informiert werden, was in seiner Grafschaft in der letzten Zeit so alles passiert ist. Kann ich noch etwas für euch tun? Was hatte es mit dem Wappen der Söldner auf sich? Der blaue Greif auf weißem Grund. Heraldisch betrachtet steht der Greif als Wappentier für das Mittelreich. Blau für die Treue und weiß für die Reinheit. Ein edles Wappen, was sich diese Verräter da zusammengestellt haben. Aber nun gut. Die eigene Sicht auf die Dinge ist ja oftmals etwas verklärt. Um diesen Ritter von Olmingen tut es mir fast ein wenig leid. Ich glaube, er meinte wirklich, dem Reich etwas Gutes zu tun. Kann ich noch etwas für euch tun? Ferris, was hast du jetzt vor? Ich möchte dir gern bei noch ausstehenden Aufgaben zur Seite stehen. Ja. Gerling ist, denke ich, einverstanden. Sicher, Ferris. Ach, wie gerne würde ich auch noch mal die Zeit haben, neben meinem anstrengenden und zeitraubenden Geheimratsdasein auf Abenteuersuche zu gehen. Aber wie bereits abzusehen ist, es ruft der Innendienst. Das wäre nichts für mich. Wenn alles vorbei ist, werde ich zu den Elfen reisen und ein wenig Zeit mit ihnen verbringen. Vielleicht rede ich aber auch mit Sanraya. Das hört sich sehr spannend an. Kann ich noch etwas für euch tun? Was plant ihr jetzt? Ich gehe zum sanften Ochsen klingt, und treffe ja, dort einen Kontakt, soll ich euch helfen? Dem ja, ich schon genau, sehr lange zusammenarbeite. Nun ja, wirklich spannend ist es nicht. Ach so. Jetzt, ansonsten werde ich viel... Kann ich noch etwas für Ach so, euch okay, tun? Ach okay, das brauche ich dann nicht. Ich war in Ferdok und habe meine okay. alten... Die KGIA ist die kaiserlich-garetische Informationsagentur. Der Geheimdienst des Mittelreiches. Nachdem Casaretto die KGIA zu seiner Amtseinführung aufgelöst hatte, wurde sie auf Anraten Answins im Jahre 984 wieder aufgebaut. Answin war damals... Aus dieser schon. Zeit müssen sich... Dajin war lediglich ein... Ja, kann ich noch schon. Etwas für euch tun? Ich wollte doch nichts. Nun, wenn keine weiteren Fragen sind, werde ich mich auf den Weg machen. Da wäre doch noch was. Was meint ihr? Ich wollte Nun, doch nichts. Wenn okay. keine weiteren Fragen sind... Es ist alles geklärt. Danke. Ja, Leute, wir sind durch mit dem Spiel. Tritt näher. Ich spreche gerade mit Gerling. Ja, kann ich noch etwas für euch tun? Hä, das habe ich doch noch. Was? Das Wenn ihr fragt. Fulgrim. Komm näher. Unglaublich, was so. Alles in der letzten Zeit passiert ist. Mein treuer Fulgrim. Fulgrim. Was hätte ich ohne dich gemacht? Fulgrim und Ardo weiterreden lassen. Ja, das ist eine Geschichte. Wie können wir zu Hause auf Rudes Schilde? Nur unten im alten Weinkeller erzählen. Ja. Ja, ich weiß, es wird hart sein, darüber kein Wort zu verlieren. Ich hoffe, ich störe nicht. Unsinn, komm zu uns. Du kannst gar nicht stören. Fulgrim und ich verdanken dir unsere Ehre und unser Leben. Okay, Ardo, ich hatte eine Schuld zu begleichen. Papalapap,
Du hast mehr getan als das. Du hast dich als wahrer Freund erwiesen. Hey, cool, ich möchte dir noch was fragen. Aber sicher doch. Was denkt ihr über unsere beiden Fuchsenbergs, Quan und Mora? Schau sie dir an. Was sich liebt, das neckt sich. Wenn die mal Nachwuchs haben sollten, dann gnade uns Fex. Oh mein Gott. Lauter Diebe. Ja, das könnte lustig sein. Anstrengend werden. Ja, das könnte lustig. Ah, okay, anstrengend werden. Guano hat sich dann aber doch als treuer Streiter erwiesen. Tja, selbst ich kann den Schleicher mittlerweile ganz gut ausstehen. Puh, was sag ich denn da? Tja, Vorgriff. Guano hat das Herz am rechten Fleck. Guano. Er hat viel gelernt, wie wir alle. Ja, das ist wahr. Hast du noch Fragen? Was wird aus der Krone? Die kommt wieder in sichere Verwahrung auf Rudes Schild. Schon wenn ich nach Hause zurückkehre, werden die Wachen verstärkt, die Mauern erhöht und ein paar aufmerksame Geister angestellt worden sein. Okay, und der Kaiser? Wird er erfahren, was geschehen ist? Ich würde ja gerne alles kaiserhalbe richten. Gerling meint jedoch, dass es in der aktuellen Situation nicht gut wäre, wenn der Kaiser informiert werden würde. Es könnte zu vorschnellen Reaktionen kommen. Okay. Gerling wird, sobald er hier alles geregelt hat, zu Gesprächen mit meinem Neffen Blasius vom Eberstamm, Fürst des Koschs und Graf Grovin von Ferdok aufbrechen. Dort wird alles, was Dajin betrifft, besprochen werden. Okay. Was wirst du tun? Mich erstmal raushalten und abwarten, was passiert. Ich bin froh, wenn ich mit Politik vorerst nichts zu tun habe. Das Geheimnis um die Krone ist bei Gerling gut aufgehoben. Okay, ich danke. Hast du noch Fragen? Ich denke auch, ja. Was habt ihr beiden jetzt vor? Na, du entscheidest. Wir stehen in deiner Schuld. Und wir haben ja auch noch die eine oder andere Geschichte offen. Das Schiff steht dir zur Verfügung. Okay, das ist sehr großzügig. Ach was, wir wollen doch auch nicht so schnell nach Hause. Was, Arno? Ganz nett, der alte Vorgrim. Hast du noch Fragen? Oder ganz recht, was war da jetzt? Keine Ahnung. Wie schätzt du die Begleitung Ansehen von Rabenmunds an dem Komplott ein? Lass es mich mal so sagen. Es gibt genug Halunken im Mittelreich, die sich die alten Zeiten zurückwünschen. Gewiss ist Answin von Rabenmund einer von ihnen. Ob er mit dieser Geschichte zu tun hat, ist aber nicht bewiesen. Selbst wenn dem so ist, dann werden seine beiden Hofschreiber die Geschichte ins rechte Licht rücken. Ja. Hast du noch Fragen? Meinst du, wir bekommen mit dieser Jusmine noch Ärger? Schwer zu sagen. Aber das Letzte haben wir noch nicht von ihr gehört. Wahrscheinlich. Hast du noch Fragen? Mehr wollte ich nicht wissen. Danke, meine lieben Leute, da ist der Quano. So, wie es mit dem Spiel weitergeht, die Folge ist vorbei. Wie es mit dem Spiel weitergeht, weiß ich nicht. Das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren, in einer wahrscheinlich extra Playliste. Denn dieses Hauptspiel ist durch, meine Lieben. Dieses Hauptspiel ist fertig. Ende, finito, finale, beendet. Ha! Aber es wird eine zweite Playlist von Drachensang am Fluss der Zeit geben, wo es um die Geschichte danach geht. Das heißt, was wir da noch machen können und was nicht, das werde ich in Erfahrung bringen, meine Lieben. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich wiedersehen mit Drachensang am Fluss der Zeit. Das Hauptspiel ist auf jeden Fall fertig, meine Lieben. Was wir noch machen können, ob wir anderes Add-on oder irgendwas dazu bekommen, weiß ich jetzt nicht. Da muss ich mich noch schlau machen. Ich sage auf jeden Fall mal für jetzt Dankeschön fürs Zuschauen, Game Over und Ciao.